Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und jetzt machen wir weiter mit Disney Infinity 2.0. Jetzt mit mir, Facecam. Natürlich, die Figuren stehen hier natürlich noch. Ganz, ganz klar. Hier ist Star-Lord und hier ist Gamora. Wir schauen uns das ganze Guardians of the Galaxy natürlich, das ganze Universum von Guardians of the Galaxy an. Und hier haben wir natürlich noch Black Widow. Es müsste Black Widow sein. Ich bin mir ziemlich sicher. Und ich spiele natürlich Iron Man. Kann es natürlich nicht gerade abheben. Ich weiß nicht, was sonst passieren wird. Ich möchte ja noch im Spiel bleiben. Weiter geht's. Könnte man so leicht durchschweben. Iron Man kann man so schön vordashen. Die Eisriesen haben den Arc-Reaktor aus dem Energiekern entfernt. Eine Explosion steht bevor. Na, Gott sei Dank, genau das, was wir gerade benötigt haben. Runter. Du musst den Energiekern stabilisieren, solange noch Zeit ist. Setze Arbeit an der Steuerkonsole fort. Kann ich mich auch langsam senken oder? Ne, kann ich nicht. Nee, kann ich mich auch festhalten. Okay. Natürlich für die Charaktere, die das jetzt nicht können. Ne, ich lasse mit Zeit. Also ich habe hier keine Zeitanzeiger, so kann ich auch genauso gut die ganzen Kapseln einsammeln. Wenn du den Energiekern nicht stabilisieren kannst, wird das Kraftfeld die Explosion eindämmen. Kein Problem. Halt diesen Moment in Erinnerung. So, wir wenden unseren riesigen Trick an. Und damit geht's am schnellsten. Jetzt versuche ich mal auf einen zu werfen. Geht das? Ne, ich kann gerade nicht zoomen. Ja, so geht's. Aber der verreckt mich direkt. Na gut. Oh shit, mach gut schon. Lass nicht zu, dass die Eisriesen den Energiekern weiter beschädigen. Kann ich irgendwie blocken? Ja, kann ich. Ich kann den Attacken ausweichen, mehr warum nicht. Sollte eigentlich kein Problem sein. Wie zum Teufel, ey! Mein Charakter wurde besiegt! Jetzt können wir entweder eine neue Figur platzieren oder wir können hier weitermachen. Wenn du kannst, wird das Kraftfeld die Explosion eindämmen. Ich mach die mal kaputt, so. Der Strom wird stärker. Schnell wie möglich und ich habe natürlich noch die Chance, hier was zu reißen. Der Strom wird stärker. Aber leider das die anderen nicht mit dem Bedrängnis. Aber das macht mich sofort kaputt, das geht am schnellsten. Ich hab mich doch nicht 5 Jahre mit dem. Der Energiekern ist in einem kritischen Zustand. Lass nicht zu, dass die Eisriesen den Energiekern weiter beschädigen. Yeah. Ganz schön kalt. Der Kern wurde erfolgreich stabilisiert. Das Labor scheint intakt zu sein, aber die Abwehrtechnologie wurde entfernt. Okay, ich brauche erstmal ein bisschen Gesundheit. Oder auch nicht. Natürlich muss jetzt alles verschwinden. Um die neue Spielzeug aus dem Spielzeugladen zu kaufen, okay. Es geht nicht um mich. Na gut, eigentlich schon. Es geht immer um Tony Stark. Oh ja. Gar nicht schlecht. Okay, um dieses Abenteuer fortzusetzen, will er Avengers Playset fortsetzen. Steht doch da. Warum muss ich das erklärt bekommen? Ey, wir können jetzt hier zurück zur Toybox gehen und jetzt ein anderes Abenteuer auswählen, aber wir machen hier weiter. Versuchen, so weit wie möglich hier voranzukommen. Das ist schon ziemlich cool. Das ist schon ziemlich cool. Aber wie gesagt, das ist wirklich überall gleich. Die Ladezeiten, die sind fantastisch lang. Genießen wir das Ganze. Hey, ho, hey. Ja, kann ein Lied singen.
Komm schon, das kann doch nicht wirklich so lange dauern. PS4, hä? Hey. Geht doch. Willkommen zum Kampf. Das ging schnell. Lokis kleine Pöbelbande richtet Chaos in der Stadt an. Wir könnten also deine Hilfe gebrauchen. Um die Sache zu beschleunigen, hat dir Shield die Freigabe erteilt, ihren neuen Motorradprototypen zu benutzen. Wofür braucht Iron Man Motorrad? Sobald sich Shield davon überzeugt hat, dass du damit umgehen kannst, darfst du es behalten. Kühl, kühl, kühl. Denke, ich werde gleich mal die Spielfigur wechseln. Warum stehen die da nicht? Es ist Iron Man! Gefunden. Sammle sie alle, damit diese Figur diesem Playset beitreten und exklusive Missionen freischalten kann. Well, super cool. Ich muss tatsächlich aufs Motorrad, obwohl ich durch das ganze Level fliegen könnte, ohne verfluchte Probleme. Ich möchte zum Fähigkeitenbaum. Wir haben eine Fähigkeit. Erholung in der Luft. Oder Raketensalve. Oh, Raketensalve. Iron Mans Spezialmove. Stehen und Raketensalben verschießen. Den habe ich schon. Jo, okay. Ich habe nichts gesagt. Dann Erholung in der Luft. Hui, hui, ich erhole mich. Das Radar zeigt dir deine Umgebung an. Gelbe Punkte markieren den Ort deiner Missionsziele. Du kannst mit dem Radar auch Missionsgeber, Feinde und interessante Objekte finden. Das ist super. Ich kann sogar die Menschen überfahren. What the hell? Das ist ein Disney-Spiel. Aber hier stirbt keiner. Was ist das denn da für ein Punkt? Warum muss ich das verfluchte Fahrzeug benutzen? Ich will es gar nicht benutzen. Ich muss es benutzen. Oh! Dann mach mich fertig gerade. Aber hier haben wir noch was Lustiges. Ja, also! Eine Münze, das ist ein Spider-Man-Universum. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Typ ist. Keine Ahnung. Auf geht's, Iron Man. Party, Party, Party mit Iron Man. Ey, die Kapsel will ich schon noch haben. Gut, für die anderen Charaktere ist es natürlich geil. Ich werde jetzt erstmal für diesen Part noch bei Iron Man bleiben. Und danach würde ich einfach mal die Spielfigur von dem Ding abheben und mal Thor draufsetzen. Star-Lord können wir, glaube ich, in dem Universum nicht verwenden. Aber ich bin mir da nicht sicher. Vielleicht ist der nur für Guardians of the Galaxy. Ich schaue, ist komisch mit dem Motorrad. Boah, danke. Siehst du, war nicht so schwer. Das ist wie Motorradfahren mit einem leistungsfähigen, hochmodernen Turbomotor. Was denn? Kein Applaus? Das war eine Mission! Wenn du ein Fahrzeug brauchst, dann findest du eines an den Transportanfragestationen von SHIELD. Hilf jetzt lieber Jarvis, die Sicherheit im Turm zu stabilisieren. Sobald das erledigt ist, begibst du dich in den Kampf. Warum legt er sich aufs Maul danach? Das verstehe ich nicht. Alle Eiswesen wurden aus dem Turm verjagt. Aber wir brauchen volle Energie, um die Verteidigungssysteme zu aktivieren. Lokalisieren Sie die Notstromüberbrückungen im Bereich des Avengers Tower und aktivieren Sie sie. Null Problemo. Muss ich jetzt meinen? Ich muss nicht. Oh, die Autos. Vielleicht kann ich höher steigen. Kann ich. Boom. Oh, mit Iron Man kann man sich so schnell fortbewegen. Ich will gar nicht wechseln. Da! Kann ich doch garantiert hochheben, oder? Klar. Das ist so einfach, mal ohne Mist. Kann ich auch welche totchargen? Kann ich. Nicht schlecht. Hallo, hochheben. Oh ja! Ey, gib mir mal ein Auto. Das. Oh mein Gott. Bringt ja gar nichts.
Ein Fehler ist aufgetreten. Danke für den Hinweis, PlayStation. Das ist so geil, ohne Mist. So geil. Hab ich das jetzt kaputt gemacht? Glaube. Muss ein bisschen höher kommen. Und abzischen. Und stehen bleiben. Mir das vorgestellt. Lokalisieren Sie die Notstromüberbrückungen im Bereich des Avengers Tower und aktivieren Sie sie. Aber natürlich, Jarvis, was immer du sagst. Es ist langweilig, dieselben Moves zu sehen, aber es geht so viel schneller. Wenn die einmal in der Attacke sind, kann ich die nicht packen. Easy peasy. Das war 2 und jetzt wollen wir nochmal ganz hoch. Oder auch nicht. Dass Iron Man sowas stoppt, das ist doch. Oh ja! Fliegen ist ein bisschen merkwürdig, aber es funktioniert. Los, der Rocket! Was ist denn da? Na ja. Aber ich kann meine Figur auch nur wechseln, wenn die Figur nicht mehr da ist. Wenn die einfach abnippelt. Wie viel Schaden macht das eigentlich? Nicht viel. Es ist außerordentlich wichtig, die Stromüberbrückungen um den Turm herum zu aktivieren. Energie wiederhergestellt. Nein, das war zu einfach. Aktiviere Stark Sicherheitsprotokoll J5932. Super, genau das habe ich gebraucht. Bam, 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 Stufenaufstieg. Was nehmen wir denn? Turboschaden. 2 brauche ich dafür. 2, 1 für mehr Gesundheit. Boah, mehr Gesundheit hört sich immer gut an. Bist du bereit für eine echte Herausforderung? Nee. Warum sollte ich das sein? Genau der Avenger, den ich gesucht habe. Bereit? Irgendwie sieht Nick Fury komisch aus. Die sind alle komisch aus. Gib mir noch den Rocket Token. Man kann natürlich alle Spielfiguren nachkaufen. Und kann diese wiederum in das Spiel bringen. Was ziemlich cool ist, aber es kann auch natürlich ziemlich teuer sein, wenn wir ehrlich sind. Na gut. Auf zu den nächsten Aufträgen, falls hier noch welche sind. Gleiten durch die Welt. Dann kann ich eigentlich so runter crashen. Willkommen zurück. Durch die Randale der Eisriesen sind die Straßen unpassierbar geworden und unsere Truppen kommen nicht durch. Okay. Mach einen Weg für Shield frei, dann spreche ich mit unserem Transportteam über den akuten Mangel an Bulldozern. Ich suche mir mal den lustigen Bulldozer raus, würde ich mal sagen. Du hast eine neue Mission erhalten. Alle deine aktiven Missionen werden im Missionslogbuch registriert. Schau in dein Missionslogbuch, um dir deine aktuellen Missionen anzusehen oder deinen Missionsleitfaden zu aktivieren. Mhm. Okay. Ich habe gedacht, ich mach mich mal hier unten in die Ecke hin. Ist, glaube ich, ein bisschen besser. Da sieht man mehr.
Beseitige das Eis. Machen wir, machen wir, machen wir. Eis. Kennen wir es.